Assalamu alaikum wa rahmatullah. Nach einer etwas längeren Pause wollte ich mal einen kleinen Beitrag wieder veröffentlichen. Und zwar geht es um zwei Verse aus der Surah An-Nisa. In diesen zwei Versen, bei dem einen Vers handelt es sich um ein Wa'd, also um ein Versprechen und meine Verheißung, und bei dem anderen, dem folgenden Vers, dem Vers nach Vers Nummer 1, dort handelt es sich um den sogenannten Al-Wa'id, also eine Form der Drohung. Interessant ist aber der Punkt, diese Harmonie, die der Koran schafft, zwischen Wortwahl, Stil und Bedeutung. Das sind sehr subtile Sachen, die man manchmal gar nicht bemerkt. Bei dem Vers handelt es sich um die Aussage Allah Ta'alas: وَمَنْ يُطَعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا. Und wer Allah und seinem Gesandten gehorsam ist, den oder die, kann man hier übersetzen, lässt er eingehen in ein Paradies, unter dem Flüsse fließen. Interessant ist das kommende Wort jetzt. Khalidina fiha. Das könnte man einfach übersetzen als ewig darin verbleibend. Was man aber in der deutschen Übersetzung nicht raushört, ist, dass es sich bei diesem Zustandsadverb, das ist ein Hal, nennt man das in der Grammatik, Zustandsadverb, um die Mehrzahl handelt. In dem nächsten Vers, وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا. Und wer Allah und seinem Gesandten ungehorsam ist und seine Grenzen überschreitet, den lässt er in ein Feuer eingehen. Oder die lässt er in ein Feuer eingehen. Und jetzt der Unterschied zum Vers Nummer 1. Hier heißt es jetzt Khalidan fiha. Es steht in der Einzahl. Das Zustandsadverb Khalidan, was so viel wie ewig, für immer während und so weiter übersetzt werden kann, steht hier in der Einzahl. Das Spannende an dem Ganzen ist, dass hier eine Harmonie geschafft wird in der Wortauswahl und der Bedeutung. Das Paradies als ein Ort der Glückseligkeit, als ein Ort der Sinnlichkeit und des Glücks. Beim Paradies wird die Mehrzahl ausgewählt, Khalidina fiha, um Gesellschaft, Geselligkeit und so weiter auszudrücken, was auch ein Faktor für Freude ist. Im Gegenzug wird bei dem An-Nar die Einzahl ausgewählt, welche eine Art, eine Art von Einsamkeit vermittelt. Einsamkeit, Öde und alles Mögliche, was in diese Richtung geht. Das ist ein sehr interessanter Punkt. Darauf sollte man achten, wenn man den Koran liest, dass man diese Feinheiten zwischen den Zeilen erkennt und ein Auge dafür offen hält.